In einer nordbosnischen Kleinstadt trägt sich ein unglaublich schreckliches Verbrechen zu. Ein Mann tötet seine Ex-Frau. Und nicht nur das, sondern er tötet sie im Livestream auf Instagram. Wieso es zu diesem tragischen, wirklich unfassbaren Mordfall kommen konnte und warum niemand es verhindert hat, obwohl es möglich gewesen wäre, all das besprechen wir hier bei Let's Speculate True Crime with Lee Lee. Auf geht's. True Crime with Lee Lee. Let's Speculate. Willkommen True Crime Frannies auf meinem Kanal Let's Speculate. Ich freue mich, wenn ihr hier seid und ich freue mich, wenn du ganz neu auf diesem Kanal bist. Dann bin ich ganz begeistert. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Abonnier gerne den Kanal. Ich würde mich mega freuen. Und alle Returning Subscribers, alle, die wieder da sind, ich liebe euch. Vielen Dank, dass ihr wieder vorbeischaut. Wir sprechen hier über den Fall der getöteten Nisama Rezimowitz und über ihren Mörder Nermin Sulejmanowitsch. Fangen wir doch einfach mal kurz am Anfang an. Was können wir über Nermin Sulejmanowitsch sagen, der später zum Mörder wird? Der Fall heute ist recht kompakt. Wir sprechen nicht viel aus der Kindheit, Jugend an. Das mache ich sowieso in den meisten Fällen nicht. Es sei denn, die Kindheit und Jugend oder die Entwicklung bis zum Erwachsenenalter hat etwas mit dem Fall zu tun und ist da wichtig zu beleuchten. In diesem Fall reicht es im Erwachsenenalter von Nermin Sulejmanowitsch anzufangen, denn er ist definitiv einer, den man nicht unbedingt auf der Straße begegnen möchte, wie ich finde. Er ist zwar Fitnesstrainer, wie ihr seht, super gestählt, durchtrainiert. Er nimmt wohl auch irgendwelche Amphetamine und er arbeitet, wie gesagt, als Fitnessinstructor und kommt aus einer kleinen Stadt, die Gradačka heißt. Und das ist in Nordbosnien und dort lebt er. Außerdem ist er schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, denn er ist ein bekanntes und bekennendes Gangmitglied in einer Gang dort, wo es viele Straftaten gibt, viele Schlägereien, Auseinandersetzungen, Gewalttaten, außerdem Drogenbesitz und auch Drogenschmuggel. Also er hat schon einiges, schon die Zellen von innen gesehen, könnte man sagen. Außerdem ist er auch bekannt für seine Wutausbrüche, für seine Aggression, für seine mangelnde Impulskontrolle. Viel mehr gibt es eigentlich momentan nicht über ihn zu sagen, außer vielleicht noch, dass er auch kein Sympath war. Also wenn man Leute fragt, die ihn kennen, sagen sie, nee, nicht so ein feiner Kerl. Also kann natürlich auch mit seiner Gang-Geschichte und so zu tun haben, aber es gibt wohl keinen, der jetzt irgendwie sagt, ist ein Bombentyp. Er ist verheiratet mit Nisama Hesimovic und man weiß nicht, wie alt sie ist. Auf jeden Fall sind sie wohl einige Jahre verheiratet. Das ist alles so ein bisschen vage, nur damit ihr das wisst. Ich habe auch versucht, ein paar Sachen zu übersetzen und trotzdem sind immer nur die gleiche Information rausgekommen. Und da muss man sagen, dass sie wirklich unter ihm zu leiden hatte. Das ist bekannt. Nicht wie alt, nicht was sie gemacht hat. Die beiden haben ein Kind zusammen, eine Tochter. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich tippe auf ein Jahr, circa ein Jahr. Ich habe darüber jetzt nichts Genaues gefunden. Falls es jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Ja, die beiden bekommen die Tochter und er setzt aber seine Wutausbrüche und schlägt auch Nisama. Und ja, es ist wirklich für sie nicht schön. Sie hat Angst, sie fürchtet sich um ihr Kind. Ich will kurz einschieben, ich habe dieses Bild hier gefunden und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht es aus, als hätte die kleine Maus ein blaues Auge. Und wer weiß, woher sie das bekommen hat, ich möchte hier keine Anschuldigung stellen, aber es würde jetzt keine Überraschung sein und deswegen versteht man natürlich ihre große Angst. Oder sie fürchtet sich, dass ihrem Kind etwas passieren könnte und will die Trennung von ihm. Was man also wirklich sagen kann, ist, dass Nisama einfach unfassbar viel Leid zugefügt worden ist in der Zeit, wo sie mit Nermin zusammen gewesen ist. Sie hat
alles versucht, als sie ihre Tochter bekommen hat, hat sie gemerkt, so kann das nicht weitergehen, es ist zu gefährlich für uns. Irgendwann tut er uns was richtig Schlimmes an. Und sie hatte so große Angst um ihre Tochter, dass sie gesagt hat, ich muss da weg. Und sie hat versucht, die Scheidung einzureichen. Ich bin der Meinung, sie hat auch die Scheidung eingereicht. Aber dazu weiß ich nichts Genaues. Ich weiß nur, dass sie versucht hat, ein Kontaktverbot zu bekommen. Sie ist zur Polizei gegangen. Sie hat ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Und als die gesagt haben, nö, sehen wir nicht so, wir kennen ihn. Und das ist das, wo ich meinte, ich komme darauf zurück. Die Polizei in Gradačac hat gesagt, wir kennen ihn, nö, das, wir können hier nicht so eine Anzeige aufnehmen und wir können hier nicht ein Kontaktverbot machen, das können wir hier einfach nicht machen. Und ich muss zum Hintergrund sagen, und das ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, bevor ich wirklich zu dem grausamsten Fall aller grausamsten Fälle gleich komme, zum Tatablauf, ist in Bosnien, ich habe da jetzt so viel drüber gelesen, so viel gesehen und mit einigen Menschen gesprochen, in Bosnien, vor allem auf den, nicht auf den Dörfern, aber in den kleinen Städten, vielleicht nicht in den Großstädten, obwohl es da auch noch so sein soll, da steht die Polizei zu den Männern und nicht zu den Frauen. Frauen sind wirklich das untere Volk da. Es gibt Fälle, in 2022 wurden 19 Frauen dort umgebracht und es gibt immer wieder Frauen, die zur Polizei gehen und eine Anzeige machen und sie werden ausgelacht. Es gibt einen Fall, da wurde sie hat versucht, ihren Mann anzuzeigen wegen häuslicher Gewalt, weil er sie grün und blau geschlagen hat. Und sie hat versucht, ihn anzuzeigen und die haben sie ausgelacht und haben gesagt, ob sie das Essen nicht gut gekocht hätte und versalzen hätte, dass er dann so sauer geworden ist. Denn in Bosnien ist es immer noch veraltet, Frauen hinter den Herd, haben nichts zu melden und die Männer, die sind die Macher und die können mit der Frau machen, was sie wollen. Und das wurde mir von mehreren bestätigt. Es gibt sicherlich Ausnahmen, das möchte ich gar nicht so sagen, aber ich finde, da sollte nochmal ein Fokus hingelenkt werden. Es gehen die Frauen dort auf die Straße, vor allem jetzt, nachdem das mit Nisama passiert ist. Und ich hoffe wirklich, dass man was erreichen kann und dass man da auch ein bisschen, ja, dass ein bisschen in die Öffentlichkeit rücken kann, wie da mit Frauen umgegangen wird. Und deshalb ist es mir total wichtig, dass ich das einmal hier zumindest erwähnt habe, denn wir sollten da schon genauer hinschauen und immer noch auch schätzen, dass es hier nicht mehr so ist, denn vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, vor 50 Jahren war das alles noch ganz anders. Das vergessen wir, die jüngere Generation, so wie ich natürlich gerne. Kommen wir also zurück zur Tat. Wie gesagt, einige Tage vor dem 11. August hat Nisama eben dieses Kontaktverbot bei der Richterin, also bei der Polizei und beim Gericht beantragt. Die Richterin hatte es abgelehnt, eine Richterin hat es abgelehnt, obwohl Nisama da auch gesagt hat, dass sie weiß, dass er ihr was antun wird, dass sie sterben wird. Das hat sie gesagt. Nichtsdestotrotz hat sie eben abgelehnt und dann ist Nisama, weil sie sich einfach nicht mehr zu helfen wusste, zu ihrer Tante am 11. geflohen August. Und hat sich dort versteckt. Es ist dann so gekommen, dass jemand von der Polizei, eine Freundin von der Polizei, von Nermin, einem Gangmitglied, mit sehr vielen Straftaten und sehr vielen Verhaftungen und Verurteilungen, glaube ich auch, hat eine Polizistin, also Nermin, verraten, wo sich Nisama aufhält. Denn angeblich hat sie bei dieser Kontaktsperre wohl die Adresse angegeben. Und die Polizei hat es ihm gesagt, wo sie ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie versteckt sich, weil sie Angst um ihr und um das Leben ihres Kindes hat. Und jemand verrät es von der Polizei? Da, wo man sich anvertraut, wo man Hilfe sucht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie gewesen sein muss, als der dort aufgetaucht ist. Auf jeden Fall ist er, Nermin, am Freitag dann bei der Tante aufgetaucht. Er hat vor Ort gesagt, sie soll mitkommen. Sie hat sich aber geweigert, natürlich aus Angst. Da hat er der Tante ins Bein geschossen
und hat Nisama so heftig verprügelt. Wirklich zusammengeschlagen. Es ist alles blutig gewesen. Man konnte nichts mehr in ihrem Gesicht erkennen. Er hat sie völlig zusammengeschlagen. Danach hat er sie in eine Hütte am Stadtrand verschleppt und hat ja da wohl auf sie eingeredet, das Kind zur Seite gelegt und hat angefangen, einen Livestream auf Instagram zu machen. Dieser Livestream, könnt ihr euch vorstellen, war echt nicht schön. Und er fängt den Livestream so an, heute so ähnlich, also es sind nicht exakt die Worte, aber sinngemäß, sagt er, heute, meine Follower, werdet ihr Zeuge einer Live-Exekution hier auf meinem Kanal. Und es schwingt praktisch die Kamera so rum und man sieht dann da ein Baby oder ein Kind liegen, was auch weint. Man hört das Kind die ganze Zeit im Hintergrund weinen und er redet auf seine Frau dort ein. Und das Krasse ist, dass er sagt dann auch, ich habe jeden gewarnt, dass es so weit kommen wird. Und sie hat mir 8 Tage lang mein Kind vorenthalten. Sie hat mich 8 Tage lang meine Tochter nicht sehen lassen. Und ja, das ist natürlich sehr krass. Und er beschuldigt sie dann auch die ganze Zeit, ja, du hast mich bei der Polizei angezeigt, du hast mich bei der Polizei angezeigt. Sowas passiert, wenn man sich mit einer Hure einlässt. Sowas passiert, dann seht ihr. Und so. Und sie sitzt wirklich wie ein Häufchen Elend, einfach so an so einem, sitzt auf sowas ähnliches wie einer Bank, auf dieser Terrasse oder in dieser Hütte und lehnt ihren Kopf einfach nur was ist das wohl, den Rahmen von irgendwas. Also lehnt sich daran. Sie kann gar nicht mehr gerade sitzen, ohne dass sie praktisch sich daran lehnt. Sie würde dann umfallen. Alles ist blutverschmiert, man kann ihr Gesicht kaum erkennen, sie ist wirklich entstellt und kann auch kaum sprechen. Und er sagt, warum hast du mir mein Kind vorenthalten, warum hast du mich bei der Polizei gemeldet? Und sie antwortet kaum verständlich, kann kaum sprechen, antwortet, weil sie einfach Angst gehabt hat um sich und das Baby. Dann sagt Sulejmanovic, und dann sagt Sulejmanovic, jetzt schaut die Exekution an. Nett und einfach. Und dann fragt er die Kamera. Und schaut ihr zu? Und dann schießt er ihr einen Schuss in die Stirn. Also er tötet sie mit einem Kopfschuss vor der Kamera, während alle zuschauen. Und ihr glaubt nicht, wie viele zuschauen. Es sind nicht nur 5 Leute, es sind 12.000 Menschen, die in diesem Livestream sind und zuschauen. Dann dreht er die Kamera nach rechts auf den Boden, wo das weinende Kind liegt, und sagt, hier, kommt irgendwer und rettet das Kind, ich muss weiter. Und dann sieht man auch, wie er ins Auto einsteigt und wie er von der Hütte, wo er eben gerade seine Frau vor der Kamera live exekutiert hat, abhaut und wegfährt. Später meldet er sich noch 2-mal mit Live-Video und in den Videos erzählt er, was er getan hat. Denn er fährt unmittelbar, nachdem er seine Frau ermordet hat, zu einem Rivalen, mit dem er im Streit gelegen hat, und tötet ihn und seinen 18-jährigen Sohn. Danach fährt er weiter. Es gibt, die Polizei ist hinter ihm her und sie cornern ihn ein, also sie umstellen ihn sozusagen, er kommt da nicht mehr rauf, es gibt noch ein paar Hin- und Herschüsse, er verletzt außerdem 3 Leute, davon einen Polizist, und im Anschluss daran tötet er sich selber. Was daran eben auch so erschreckend ist, ist, dass es so kaltblütig ist, dass Nisama versucht hat wegzukommen, dass sie versucht hat, Hilfe zu bekommen und dass niemand ihr helfen konnte. Dass sie dort, wo sie sich sicher gefühlt hat, nicht sicher war. Was sie vermutlich leider auch wusste, dass sie dort nicht sicher ist. Aber zumindest den Anschein
gemacht hat, dass sie sicherer ist, als wo sie sich vorher aufgehalten hat. Und dieser Fall ist einfach wirklich unfassbar schrecklich. Also er ist, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausdrücken soll. Er hat für mich sowas wie, schaut hin, es ist, ich kann machen, was ich will. Niemand kann mir was und ich mache das, was ich will mit ihr. Und niemand versucht, gegen mich vorzugehen. Ich habe hier das Sagen. Und wie gesagt, ich habe viele Dokumentationen geguckt. Ihr könnt da wirklich mal schauen. Das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig übles Pflaster anscheinend in diesen Kleinstädten, abgelegenen Kleinstädten in Bosnien. Und wohl auch, aber dazu habe ich jetzt keine Quelle, auch in anderen osteuropäischen Ländern. Genau. Und ich finde den Fall einfach so, so furchtbar und möchte eigentlich irgendwie gerne mit euch da noch drüber reden und wollte euch einfach nur mal den Ablauf zeigen von der Tat und einfach sagen, was für verrückte Männer und verrückte Menschen, nicht nur Männer, Monster es gibt, die einfach so furchtbare Dinge tun und andere aus diesem Leben, aus dem Leben anderer auch wegreißen, sie um ihr eigenes Leben bringen, was ein Geschenk von Gott oder dem Universum oder was auch immer ist. Und ich finde, das ist einfach so schlimm. Und was mich bei diesem Fall auch wieder so unfassbar traurig macht, ich habe das Video in Tüdelchen leider gesehen. Für mich war es wichtig, dass ich es mir angucke, einfach um zu wissen, wie das abgelaufen ist. Und ihr wisst, ich bin immer sehr, es hört sich jetzt komisch an, aber sehr interessiert oder sehr, versuche mich sehr in diese Lage reinzuversetzen, die Menschen in den letzten Minuten ihres Lebens empfinden, wenn sie wissen, dass sie sterben werden. Und das ist für mich ein gruseliges Thema. Aber zum Beispiel, man sieht in diesem Video ganz klar, wie sie eigentlich aufgegeben hat. Sie weiß, dass sie sterben wird, sie weiß es. Und sie hat aufgegeben und sie kann auch nichts mehr tun, weil sie körperlich gar nicht mehr in der Lage dazu ist. Aber diese Aufgabe und dieses, was sie gefühlt haben muss, was sie gespürt haben muss, welche Angst sie hatte. Vielleicht hat sie auch einfach irgendwann nur gedacht, oh Gott, lass es bitte vorbei sein. Ich kann nicht mehr. Furchtbar. Also wirklich etwas, was mich gar nicht loslässt, die Tage jetzt hier. Und außerdem möchte ich auch noch einmal kurz ansprechen, dass ich das auch so merkwürdig finde. Dieser Mann soll angeblich von Amphetamin, von Testosteron, von allem so gepumpt gewesen sein, dass er wahrscheinlich da gar nicht mehr klar denken konnte und da völlig, ja, ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber er bringt seine Frau um, weil sie 8 Tage das Kind vorenthalten hat und ihn bei der Polizei gemeldet hat und er sein Kind sehen wollte natürlich auch, ne? Jetzt hat er die Mutter des Kindes umgebracht, was er ja so liebt. Das ist ja sowieso immer die Frage, denkt doch mal nach, was das für das Kind bedeutet und tötet sich auch selber. Und er wird sein Kind nie wiedersehen, denn er wird in die Hölle kommen und dieses Kind wird irgendwann in den Himmel kommen. Und er wird es nie wiedersehen. Für mich unbegreiflich, dieser Gedankengang. Ich komme da nicht mit und ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber dieser Fall, wie er auch sagt, natürlich auf Bosnisch, aber so, und guckt ihr zu oder seid ihr da, seid ihr bereit, jetzt geht's los und ihr dann wirklich diesen eiskalten Kopfschuss in den Kopfschuss gibt oder in den Kopf schießt. Das und wie er dann auch sich so eiskalt umdreht und dann eben sagt, das Kind halt, filmt und sagt, hier, wenn es jemand noch retten will oder wenn jemand noch helfen will, hier, kommt vorbei, ich muss los, so nach dem Motto. Also ja. Und zum Abschluss möchte ich euch noch den Post mitgeben, den Nisama Hesimovic auf ihrem Instagram-Kanal gepostet hat, einige Tage vor ihrem Tod. Darauf sieht man den Fuß ihres Babys. Sie schreibt, a baby will make love stronger, days shorter, nights longer, money less, home happier, clothes more shabby, the past forgotten and a future worth living for. Gänsehaut. Sie schreibt also, ein Baby wird die Liebe stärker machen. Die Tage kürzer, die Nächte länger. Weniger Geld, das Haus glücklicher.
das Heim glücklicher. Kleidung schmutziger, die Vergangenheit vergessen und eine Zukunft bringen, die es wert ist, dafür zu leben. Es ist ein kurzes Video, es ist kurz, es ist knapp, es gibt nicht viel zu sagen, außer grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Und ich freue mich trotzdem, wenn ihr euch informiert gefühlt habt und freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt oder auch ein Like. Es ist doch das Gleiche, entschuldigt. Vielleicht könnt ihr einfach ein Abo dalassen, weil ich auch so wirr in der Birne bin. Also ein Abo, die Glocke, das Like, das Teilen, Kommentare, schießt mich tot, macht alles, was ihr könnt. Ich würde mich mega freuen, weil es einfach meinem Kanal unglaublich hilft. Und ja, ihr True Crime Fannies, ich freue mich aufs nächste Mal. Der nächste Fall wird ein ganz besonderer Fall, eigentlich einer der ersten, der mich begleitet hat. Und den möchte ich einfach nochmal aufrollen für die, die ihn nicht kennen, denn ich weiß, es sind viele neue True Crime Fannies dabei. Und ja, da sprechen wir dann auf jeden Fall ganz bald drüber. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Macht's gut, es war mir ein Fest.